Guten Tag, ich begrüße Sie ganz herzlich hier im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Hubertus Kramer und ich bin seit 2005 Abgeordneter hier in Düsseldorf. Sie sehen mich hier in meinem Düsseldorfer Büro und ich warte gerade auf eine Schülergruppe der St. Jakobus Realschule in Breckerfeld. Und genauso wie ich mich über die Gäste aus Breckerfeld freue, freue ich mich natürlich über Ihren Besuch auf meiner Homepage, womit Sie mir beweisen, dass Sie Interesse an mir und meiner Arbeit in Düsseldorf zeigen. Ich vertrete seit 2005 als direkt gewählter Abgeordneter den Wahlkreis 104, der umfasst den südlichen Ennepe-Ruhr-Kreis und die Stadt Hagen, das heißt also die Städte Breckerfeld, Gevelsberg und Ennepetal im südlichen Ennepe-Ruhr-Kreis und die beiden Hagener Stadtbezirke Haspe und Alpe-Dahl. Hier im Landtag in Düsseldorf bin ich insbesondere in den Bereichen Bauen und Verkehr und im Bereich der Kommunalpolitik tätig. Dabei liegt mir die Kommunalpolitik ganz besonders am Herzen. Das hat sicherlich auch was mit meinem Lebenslauf zu tun. Ich war insgesamt 16 Jahre hauptamtlich in einer Großstadtverwaltung in Hagen beschäftigt und bin mittlerweile seit 20 Jahren ehrenamtlich Mitglied des Rates der Stadt Gevelsberg. Die politische Arbeit für die 396 Städte und Gemeinden hier in Nordrhein-Westfalen hat hier im Landtag von Nordrhein-Westfalen in den vergangenen Jahren eine ganz besondere Bedeutung gewonnen. Denn Sie alle wissen, dass die finanzielle Situation unserer Städte und Gemeinden in den vergangenen Jahrzehnten sich dramatisch entwickelt hat. Viele Städte und Gemeinden können ihre laufenden Ausgaben gar nicht mehr bezahlen und sind auf ständige Kredite, die sie aufnehmen müssen, angewiesen. Seit der Regierungsübernahme durch SPD und Bündnis 90 Grüne im Jahre 2010 haben wir versucht, dagegen zu steuern und ich finde, wir haben große Erfolge bereits erzielen können mit unserem Kommunalminister Ralf Jäger und unter Regierung von Hannelore Kraft. Und diesen Kurs wollen wir in den kommenden Jahren weiter fortsetzen. Wir brauchen insgesamt aber die Unterstützung des Bundes, der die Städte und Gemeinden auch hier in Nordrhein-Westfalen von den hohen Soziallasten befreien muss. Ohne eine Hilfe des Bundes wird es insgesamt nicht gehen. Ich hoffe, dass Sie in den kommenden Jahren meine Arbeit hier in Düsseldorf auch weiter verfolgen werden, dass Sie sich insbesondere auch interessieren werden, wie es mit der Finanzausstattung der Städte und Gemeinden weitergeht. Ich freue mich auf jeden Besuch von Ihnen hier auf meiner Internetseite und will Sie darüber auch in den kommenden Jahren regelmäßig informieren. Wie gesagt, herzlichen Dank für Ihren Besuch.